Wenn Störungen vorliegen, sei es bei der Frau oder bei dem Mann, ist eine Empfängnis auf natürlichem Wege oft nur stark eingeschränkt oder teilweise gar nicht mehr möglich. Schon frühzeitig sollten daher die Ursachen hierfür abgeklärt werden. Nur wenn die Gründe für die Unfruchtbarkeitsstörung genau erkannt werden, ist eine erfolgsversprechende Therapie möglich. Um die Ursachen bei der Frau herauszufinden, wird gleich zu Anfang eine Hormonanalyse erstellt und eine gynäkologische Untersuchung per Ultraschall durchgeführt. Außerdem wird nach Hinweisen auf aktuelle oder früher stattgefundene Infektionen im Genitalbereich geschaut. Für einen regelmäßigen monatlichen Zyklus müssen verschiedene Hormone perfekt zusammenspielen. Reguliert werden diese von der Hirnanhangsdrüse. Dort werden die Hormone LH und FSH produziert. Diese gelangen über die Blutbahn zu den Eierstöcken. Durch die Unterstützung des FSH-Hormons wird die Eizellreifung herbeigeführt. Liegt dann ein befruchtungsfähiges Ei vor, bewirkt das Ansteigen des LH-Hormons den Eisprung. Dieser Vorgang findet circa in der Zyklusmitte statt. Sofern hormonelle Störungen vorliegen, können diese oftmals mit einer speziell auf die Frau abgestimmten Hormontherapie reguliert werden. Die Ultraschalluntersuchung ermöglicht es, organische Schädigungen, zum Beispiel im Bereich der Eierstöcke, der Eileiter und der Gebärmutter, zu erkennen. Häufig sind auch gutartige Veränderungen, wie zum Beispiel Myome oder eine Endometriose, vorhanden, die den Vorgang behindern. Hier ist dann zu prüfen, ob dies durch einen kleinen operativen Eingriff zu beheben ist. Auch beim Mann sind Funktionsstörungen möglich. Zum Beispiel kann es durch bestimmte Krankheiten, aber auch durch Hodenhochstand als Kind zu Problemen bei der Spermienbildung oder Spermienreifung kommen. Wie Sie im Animationsfilm erfahren haben, müssen mehrere Millionen von gut beweglichen Spermien für eine Befruchtung zur Verfügung stehen. Um die Zeugungsfähigkeit zu überprüfen, wird ein Spermiogramm erstellt. Das Spermiogramm ist eine relativ einfache Untersuchung und sollte gleich zu Anfang durchgeführt werden. Um ein genaues Untersuchungsergebnis zu erhalten, ist das Sperma nach ein paar Tagen der Enthaltsamkeit durch Masturbation zu gewinnen. Ist der Abstand zu kurz, können nicht genügend gesunde Spermien nachproduziert werden und das Ergebnis wäre nicht hinreichend aussagekräftig. Für die Spermaprobe geht der Mann am besten in die Kinderwunschpraxis oder in ein andrologisches Labor, denn das Ejakulat sollte möglichst zeitnah untersucht und ausgewertet werden. Die Menge der Samenflüssigkeit umfasst etwa 2 bis 5 Milliliter. Doch entscheidend ist nicht nur die Menge, sondern auch die Anzahl gesunder Spermien darin. Unter dem Mikroskop werden die einzelnen Spermien nach ihrer Konzentration, der Form und ihrer Vorwärtsbeweglichkeit ausgewertet. Damit ein Mann auf natürlichem Weg Kinder zeugen kann, müssen mehr als die Hälfte der Spermien gut beweglich sein. Und ein bestimmter Anteil muss eine normale Form haben. Da die Werte bei einer Samenprobe schwanken können, wird eine wiederholte Untersuchung nach ein paar Wochen empfohlen. Sofern die Untersuchungsergebnisse ein vollständiges Fehlen von Spermien im Ejakulat ergeben, können bei vielen Männern Samenfäden aus Hodengewebsproben gewonnen werden. Diesen Vorgang nennt man dann These.